Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und heute geht es hier um Fotografen. Warum Fotografen nicht erfolgreich sind in aller Regel, wie sie Kunden gewinnen, wie sie mit ihrem Business erfolgreicher werden, vielleicht sogar mal Mitarbeiter anstellen. Und wie man das alles so planen kann, weiß viele Fotografen werden das jetzt hier nicht für möglich halten, aber wir sprechen einfach mal ein bisschen darüber und zwar mit Edmund Rätzel und mit Anja. Hi, grüß euch. Und vielleicht fangen wir mal direkt mit der Frage an. Ich habe ja selber auch mal so ein bisschen in dieser Fotografenwelt gearbeitet und viele, viele Fotografen kennengelernt. Und ich habe festgestellt, die sind alle sehr, sehr nett. Also es ist ein sehr, sehr freundliches und offenes Völkchen. Aber so prozentual sind nach meinem Gefühl die meisten von denen nicht in der Lage, überhaupt von ihrem Geschäft wirklich zu leben. Also die sind vielleicht dann Ehefrau, Ehemann und eigentlich bezahlt dann der Ehepartner alles. Und die machen kaum Umsatz. Und das ist bei anderen, in anderen Branchen ist das nicht so krass gefühlt. Warum ist das so? Warum sind ausgerechnet die Fotografen so davon betroffen und verdienen so wenig Geld? Wie kommt das? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir dabei sein dürfen. Ja, gerne. Man muss da unterscheiden, es gibt da auch in den Fotografen- und Filmmacherbereich unterschiedliche Sparten. Mhm. Ich sag mal so, alles was im Businessbereich ist oder im Videobereich ist, das ist ein bisschen höherpreisiger, da kann man schon ein bisschen mehr nehmen, weil gerade die Businessleute können ja die Fotos auch wieder in irgendwie Umsatz verwandeln oder das Produkt besser darstellen. Mhm. Viele sind aber, sage ich mal, Hochzeitsfotografen, Porträtfotografen, Paarfotografen und das Hauptproblem bei den meisten ist, die fangen erstmal so mit einem Hobby an. Machen das auch für Freunde und Familie, beginnen sozusagen dann auch ganz klein mit kleinem Geld, das ist an sich auch in Ordnung, schaffen es aber diesen Sprung gar nicht, da höher zu kommen, weil wenn sie dann ein bisschen mehr Geld verlangen, dann hören sie mal öfters mal, ist schon ein bisschen teuer und dann spielen sie so ein bisschen Gegenwind und dann denken sie, okay, ja, anscheinend bin ich ja zu teuer, wenn ich das ja oft höre, dann mache ich meine Preise gar nicht höher, vertrauen auch so ein bisschen ab und zu nicht ganz ihre Arbeit, das heißt, vom Bildern her wissen sie noch nicht ganz genau, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht und vertrauen sich da auch nicht, um diese Preise abzurufen und dann schaffen sie eigentlich gar nicht diesen Sprung, überhaupt selbstständig zu sein. Mhm. Ja. Und sehen auch manchmal einfach selber nicht, ne, dass sie von der Qualität und von der Arbeit her besser werden, weil sie es ja einfach länger machen, mit jedem Kunden auch an Erfahrung dazu gewinnen und bleiben vom Kopf her immer so auf diesem Preislevel, was sie ganz am Anfang mal hatten, ne, so kurz über Freunde und Verwandte hinaus. Ja. Ja. Sind denn so nach eurer Erfahrung die meisten Fotografen, die so rumlaufen, können die davon tatsächlich leben oder ist es bei den meisten so, dass sie das so als Hobby nebenbei betreiben? So wie ist so der Markt generell? Die meisten betreiben das nur als Hobby. Also die haben ein teures Hobby, weil meistens, ja, sind wir ganz ehrlich, die kaufen sich dann, wenn sie mal ein bisschen Geld machen, das nächste teure Objektiv, die nächste neue Kamera, obwohl sie es gar nicht bräuchten. Also die meiste, ich bin ganz ehrlich, die meisten Kameras, die schon 2010 gebaut wurden, reichen heute immer noch meilenweit aus, richtig geile Fotos zu machen. Also was du auch in der Nachbearbeitung, ne, also wer ein bisschen Adobe, Lightroom, Photoshop kann, da kannst du ja so viel rausholen, extrem geile Bilder machen. Ich habe damals mit einer 600D 2014 so schon im Produktfotobereich richtig tolle Bilder gemacht und die nutzen wir teilweise heutzutage immer noch. Also du brauchst nicht so teures Equipment. Und dann, wenn es mal ein bisschen gut läuft, die meisten haben ja noch einen Hauptjob, dann ziehen das Geld noch vom Hauptjob und sich die nächste teure Kamera, denken, okay, damit bin ich jetzt richtig gut. Die Leute merken das jetzt, wie krass ich bin und wie gut meine Fotos sind. Dann kommen neue Kunden, passiert aber nicht, weil den Leuten interessiert nicht, was du für eine Kamera hast. Und dann ist das halt so eine Abwärtsspirale. Also gerade mal ein bisschen Geld gemacht, dann neue Kamera geholt, dann kommt die nächste Steuererklärung, eigentlich wieder nur miese gemacht. Dann sagt das Finanzamt irgendwann, ja, ist Liebhaberei, kriegst gar nichts mehr von uns. Und dann, da wird halt nichts draus. Ja, das ist natürlich dann nicht so ideal. Du hast jetzt gerade eben schon was Wichtiges angesprochen, nämlich wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel als Fotograf auf Business-Bilder spezialisiert, dass man dann grundsätzlich zum Beispiel mal höhere Preise abrufen kann, als jetzt jemand, der zum Beispiel halt mit Endkunden arbeitet. Aber das setzt ja schon ganz viel voraus. Deswegen mal vorab überhaupt die Frage, machen sich Fotografen überhaupt Gedanken über so etwas wie Positionierung oder starten die eigentlich so als Mädchen für alles quasi und bedienen irgendwie jeden und machen das dann irgendwie mit Stundensätzen so pauschal? Oder ist das so ein Thema für die Positionierung? Und vielleicht, wenn die das machen, machen die das überhaupt richtig oder verstehen die eigentlich gar nicht, was dahinter steht? Also die meisten machen sich wirklich leider gar keine Gedanken. Also das ist wirklich so, die fallen irgendwo rein, kriegen dann irgendwie eine Anfrage und dann wird das gemacht. Dann kriegen sie, die bleiben auch nicht bei einer Sache. Das heißt, wenn einer sagt, ja, ich habe jetzt zwei, was ich, Familienshooting brauche ich oder Babyshooting, kannst du das auch mal machen, dann wird da irgendwie reingesprungen und geguckt, wie sie das irgendwie machen. Ein paar YouTube-Videos und dann mal gucken, wie es geht. Und ja, im Businessbereich, da macht schon mehr Sinn. Also, sage ich mal, so ein normales Porträt kommt natürlich auch immer auf die Region an und auf die Qualität der Bilder. Aber wir sagen zum Beispiel Minimum
musste mal 200 Euro für Porträtbilder nehmen, für Endverbraucher. Theoretisch, wenn du Porträts dann machst für Businessbereich, kannst du schon mal mindestens 350 abnehmen. Also du bist ja schon fast 100% teurer im Businessbereich, obwohl das Foto an sich, also das Porträt, ist ja relativ ähnlich. Gut, im Businessbereich mehr mit Anzug, Hintergrund etc. und so, ne? Aber vom Porträtbereich ist das natürlich von der Qualität, die du dann abliefern musst, schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Ist aber tatsächlich bei vielen so, dass sie mit so einem quasi Bauchladen einfach starten, weil Fotografen oder auch Filmemacher ja sehr kreative Personen sind. Ne? Also die legen sich auch sehr ungern fest auf einen Bereich. Ist auch an sich tatsächlich gar nicht so zwingend nötig, jetzt nur eine Sache zu machen. Ne? Zum Beispiel nur Newborn-Shootings und sonst nichts anderes. Also man kann da schon themenverwandte oder auch themenfremde Bereiche nehmen. Allerdings ist natürlich wichtig, sich am Anfang selber erstmal damit auseinanderzusetzen. Wie möchte man sich nach außen positionieren? Wofür möchte man jetzt der Experte sein, ne, auch in seinem Bereich? Und da dann mal genauer drauf zu schauen, anstatt einfach zu sagen, ich nehme jede Anfrage an, die kommt, egal aus welchem Bereich, ob es mir jetzt Spaß macht oder nicht. Weil da leidet langfristig natürlich dann auch die Qualität so ein bisschen drunter, ne, wenn man Anfragen annimmt im Bereich Hochzeiten zum Beispiel, obwohl man das gar nicht so gerne mag. Ja. Und da kann man wahrscheinlich auch nie so richtig gut drin werden. Nee. Dann macht man mal eine Hochzeit und ist dann voll aufgeregt, weil jetzt muss ich eine Hochzeit machen. Macht man ein Babyshooting, hat man auch noch nie gemacht. So. Und man kommt eigentlich nie wahrscheinlich so raus, dass man mal überhaupt sicher wird und merkt, okay, ich habe schon 100 Hochzeiten gemacht. So, jetzt die 101. macht jetzt keinen großen Unterschied. So. Aber kann ja eigentlich nie Sicherheit dann entstehen quasi. Ja, die wollen doch gar nicht irgendwie sich festlegen. Das ist für Fotografen eigentlich fatal, weil dadurch werden sie halt zum einen nicht besser in der einen Sache. Und sie werden halt niemals regelmäßig Empfehlungen von dieser einen Sparte bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass sie nur eine Sache bis zum Lebensende machen sollen, aber sie sollen zumindest erstmal eine Basis schaffen, dass sie zumindest regelmäßig Kunden aus einem Stamm bekommen, zum Beispiel jetzt Geschäftskunden im Porträtbereich, regelmäßig bekommen sie da was. Und wenn das gut steht, dann gerne nochmal einen zweiten Bereich. Aber ansonsten machen sie immer nur dasselbe, immer was anderes, weil sie natürlich auch so ein bisschen kreativ angehaucht sind und gerne mal ein bisschen Abwechslung haben wollen, aber kennt man ja immer so ein bisschen hin und her, macht Taschen leer, ne? Überall sagt man so ein bisschen. Und das bringt eigentlich gar keinen weiter. Ne? Ja. Ist eigentlich so, vielleicht nochmal kurz so zu dem Berufsbild zurück. Viele Fotografen machen das nebenbei. Habt ihr oder hast du das Gefühl, dass die es schon wollen, selbstständig zu sein, aber sie schaffen es nicht? Oder insgeheim trauen sie sich eigentlich gar nicht, selbstständig wirklich zu sein und wollen es vielleicht auch unterschwellig nicht? Also wie ist da so das Bestreben auch nach wirklichem Beruf, Fotografie quasi, wo man vollständig davon lebt? Also oberflächlich wollen die es alle. Also sie wollen selbstständig sein. Das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten auch zu uns kommen. Also wir haben viele, die natürlich auch schon selbstständig sind und das weiter ausbauen wollen, weil die so ein bisschen nur so auf Kipp sind. Dann gibt es viele, die wollen einfach von der Nebenberuflichkeit in die Vollberuflichkeit gehen, weil sie A, dem Job überpassen, Arbeitskollegen haben, die sie hassen oder einfach mit der Tätigkeit einfach extrem unzufrieden sind. Und dann kommen die schon auf uns zu und wollen da sich das weiter ausbauen. Aber die meisten prokrastinieren einfach. Das heißt, sie sagen, ja, okay, oder haben auch gar keinen Plan, so was sie überhaupt machen sollen und denken halt, ja, okay, ich verbessere einfach meine Qualität, ich hole die nächste Kamera, ich hole das nächste Objektiv und dann werden schon die Leute auf mich zukommen. Aber ohne Marketing und Werbung kommt halt niemand auf dich zu. Also wenn du halt nicht gefunden wirst, dann würde ich halt auch niemand buchen. Und dementsprechend haben die meisten am Ende einen großen Schrank mit Equipment, mit 5 Kameras, 20 Objektiven und eine fette Rechnung am Ende des Jahres, aber mehr auch nicht. Ja. Also tatsächlich ist es auch ein Traum von vielen wirklich, ne, das hauptberuflich zu machen. Und man muss natürlich auch sagen, dass in der Branche generell die Personen, die da arbeiten, das ist anders als jetzt zum Beispiel im Bürowesen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in eine Bank reinschaut oder in eine Versicherung, da sind viele Leute, die da einfach so gelandet sind, weil es sich vielleicht ergeben hat. Und bei Fotografen und Filmemachern ist es doch häufig so, dass es eine sehr bewusste Entscheidung ist, ne? Dass die Personen in der Richtung eine Ausbildung machen, irgendetwas studieren oder da eben über so ein Hobby reinrutschen. Deswegen geht es natürlich auch anders. Also die Personen, die da wirklich Ambitionen haben und sagen, ja doch, ich möchte das sehr gerne und sich vielleicht aktuell in ihrem Beruf, wie Edmund gerade schon gesagt hat, sehr unwohl fühlen, die haben dann natürlich auch einen stärkeren Drang, mehr draus zu machen. Okay, okay. Dann lass jetzt mal ein bisschen was an Geheimnissen auspacken. Ja, ich habe, wie gesagt, Fotoszene mir eine Zeit lang auch selber angeschaut und ich habe da ganz verschiedene Sachen gesehen, wie die versuchen, Kunden zu bekommen. Ja, das ist ja so die große Frage, wie bekomme ich Kunden und wie bekomme ich auch Kunden, die Geld bezahlen und nicht irgendwie sagen, ja, du darfst auf meiner Hochzeit kostenlos essen, wenn du Fotos machst oder irgendwie sowas. Da wird ja auch immer viel gemeckert, so mit Gratis-Fotos und Bekannten, die dann irgendwelche Bilder machen und so. Aber wie kommt man als Fotograf denn wirklich an brauchbare Kunden, die auch gerne bezahlen für eine gute Dienstleistung?
Ich habe da, wie gesagt, Content-Marketing gesehen. Da wird dann empfohlen, mach einen Blog, mach einen YouTube-Kanal. Gib erstmal Value, warum auch immer. Oder mach irgendwie auf dich aufmerksam durch Vorträge oder das scheint aber alles nicht so richtig zum Erfolg zu führen, sag ich mal. Was würdest du empfehlen, wenn man Kunden haben will, die gut sind, die gerne für eine gute Dienstleistung bezahlen, wie kriege ich die? Wo sollte man anfangen? Das A und O ist natürlich Sichtbarkeit. Ne? Ja. Also die Leute müssen einen natürlich finden, aber die Frage ist, wie stellt man das richtig an? Das mit diesen Blogbeiträgen und erstmal Value geben, das ist alles totaler Schwachsinn, weil die meisten, gerade im Hochzeitsbereich, machen natürlich einen Blog. Wie findet man ein richtig Brautkleid? Wo ist die beste Event-Location? Und dann denken sie, ah, okay, die informieren sich, googeln sich, ja, wo ist meine nächste Hochzeit? Coole Location. Ach, da unten ist eine kleine Notiz vom Fotografen, gucke ich mal drauf und buche den. Das wird nicht passieren. Das passiert nicht in der realen Welt. Und das machen halt die Fotografen immer. Die schreiben dann irgendwelche Blogbeiträge, setzen sich dann abends hin, schreiben 2-3 Stunden irgendwelche Blogbeiträge, wo man das beste Brautkleid, Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt und sowas. Und verschwenden einfach ihre Zeit, anstatt einfach, was sie eigentlich machen sollten, Fotos machen oder Videos machen. Das heißt, sie sollten natürlich die richtige Sichtbarkeit machen. Das heißt, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung über Anzeigen oder Online-Werbung. Es gibt natürlich nicht nur Facebook, Instagram. Es gibt natürlich auch LinkedIn und Xing, wenn man im Businessbereich ist, aber da muss man schon ordentlich was drauf haben, weil da kann man auch die Leute vorher abholen. Ne? Das heißt, jemand, der so ja in dieser Bubble so ein bisschen ist, gerade in der Hochzeitsvorbereitung, das heißt Brautkleid sucht, Hochzeitsringe raussucht etc., der kommt so ein bisschen auch in diese Bubble rein und sieht dann schon automatisch diese Werbung vom Hochzeitsfotografen. Das heißt, der Kunde ist noch gar nicht so weit, dass er gerade schon einen Hochzeitsfotografen sucht, aber er sieht ihn schon und denkt sich, ach, okay, cool, brauche ich ja auch, frage ich mal an. Und dann ist er schon gar nicht mehr in diesem Preis-Leistungs-Suchmodus, weil er noch gar nicht aktiv eigentlich auf der Suche ist. Und so kann der Fotograf sich schon mal auf sich ziehen, schon mal alles vorstellen, sympathisch sein. Das ist eigentlich so die Stärke, wenn sie erst mal am Telefon sind, dann sind sie schon sehr sympathisch, können auf die Leute auf eingehen. Bloß der Weg davor, das fehlt ihnen halt eigentlich komplett. Ja. Dafür ist natürlich auch wichtig, gerade wie wir gesagt haben, dass man sich am Anfang erstmal bewusst darüber wird, was möchte man überhaupt machen? Also in welchem Bereich möchte man überhaupt tätig sein, damit man dann eben auch gezieltere Werbung auf diese Zielgruppe eben ausstrahlen kann und zeigen kann. Ja. Wie ist das im B2B-Umfeld? Da hast du ja gerade eben so ein bisschen, oder habt ihr so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn ich jetzt Businesskunden haben möchte, läuft es dann anders? Muss man dann irgendwie Leute kalt anrufen? Oder was gibt es da so für Wege, die ihr oder die du empfehlen kannst? Was macht man da? Es gibt da auch viele Wege. Kalt anrufen theoretisch würde auch funktionieren. Da muss man aber auch zumindest wissen, für wen will man das machen? Für wen stehe ich? Welche sind die richtigen Leute dafür? Ich sag mal so zum Beispiel Filmemacher, die haben es ein bisschen, ja, einfacher würde ich jetzt nicht sagen, aber die Preise sind natürlich ein bisschen höher. Das heißt, da ein Imagefilm geht ab 2.000 Euro aufwärts. Also theoretisch, wenn du jedes Wochenende einen Imagefilm haben würdest, dann würdest du natürlich schon mal hauptberuflich damit durchstarten können. Aber die meisten wissen gar nicht, ja, für welche Branche will ich Imagefilm machen? Die machen das auch vielleicht dann für jeden Hund und Kunst und fokussieren sich gar nicht auf eine Branche, wissen nicht, wo sie die Kunden gewinnen können. Also können richtig geile Imagefilme machen. Die Qualität ist auch Bombe bei vielen, aber die haben einfach keinen Plan, wie sie halt online die richtigen auf sich finden. Also die meisten wissen auch gar nicht, wer könnte überhaupt Imagefilm gebrauchen, ne? Ja. Wie sieht es dann danach aus quasi? Jetzt mal angenommen, ich habe, und ich glaube, viele Fotografen schaffen das sogar viel eher, als sie glauben, die kriegen Kontakte. Das heißt, die haben Telefonnummern, haben Adressen. Die wissen das gar nicht. Die können das, glaube ich, gar nicht einschätzen, dass sie eigentlich Leads haben. Aber dann muss man ja aus dem Kontakt, aus der Telefonnummer ja noch irgendwie einen Kunden draus machen. So, wie sieht's da aus? Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen. Ja. So, wenn es jetzt ums Verkaufen geht, ja, das große Unwort, wo alle Fotografen sich im Grabe umdrehen sofort. Was ist da los? Ja, also tatsächlich ist es so, gerade weil ja viele über ein Hobby quasi starten, dass sie so ein Netzwerk haben an Freunden, Verwandten, Bekannten und da eben auch sehr geringe Preise meistens am Anfang anbieten, was ja am Anfang auch in Ordnung ist, sofern die Qualität halt noch nicht so extrem gut ist. Wenn man dann aber anfängt, mehr Aufträge entgegenzunehmen, stapeln sich sozusagen auch die Empfehlungen, ne? Also wenn die Kunden zufrieden sind. Und das sind dann eben diese Kontaktaufnahmen. Und die Erfahrung, die Fotografen und Filmemacher machen, dass Personen auf sie zukommen, die bereits wissen, hey, ich habe ein Problem, du kannst mein Problem lösen, dein Bildmaterial gefällt mir, genau das möchte ich haben. Und viele gehen dann davon aus, dass genau das schon verkaufen ist. Ne? Also von einer Bestellung sozusagen, die man entgegennimmt über eine Empfehlung, dass man einfach nur sympathisch sein muss und das ausreichend ist. Wenn man dann aber mehr draus machen möchte, ne, und wie der Edmund vorhin auch schon gesagt hat, wirklich ein ernsthaftes Geschäft führen möchte mit planbaren Zahlen, dann kann man sich da nicht einfach auf Weiterempfehlungen verlassen, sondern dann sollte man eben wirklich auch auf Werbung setzen,
auf eine gute Positionierung nach außen und dann eben schauen, dass man neue Kontakte, die man anspricht, die man viel, viel früher in dem Prozess abfängt, dann auch entsprechend berät. Also wirklich schaut, passt dieser Kunde überhaupt zu mir? Kann ich ihm das liefern, was er haben möchte? Und wenn ja, wie kommen wir da genau zusammen? Also da gehört dann schon noch einiges mehr dazu, aber das legen wir unseren Kunden dann natürlich auch ans Herz. Wenn sie bei uns im Training sind, zeigen ihnen da ganz genau, wie sie die Gesprächsführung machen, worauf zu achten ist. Und da braucht man auch keine Angst zu haben, dass man, das haben ja auch viele so den Irrglauben, dass Verkaufen was Böses ist, weil sie jemandem was aufschwatzen. Tatsächlich geht's da aber gar nicht darum, ne? Sondern eher darum zu schauen, passt dieser Kunde zu mir, kann ich ihm das liefern, ja oder nein? Und ihn dann eben auch entsprechend zu beraten zu dem Thema. Ja, also Verkauf und Prozesse haben die gar nicht, überhaupt nichts. Also nur, wenn eine Bestellung aufgegeben wird, also ich möchte kaufen, dann ja, okay, können wir machen, ne? Aber so an Prozessen ist gar nichts drin. Und verkaufen, wie Anja sagt, ist ja nichts Böses. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas aufschwatzen will, sondern man, wenn er Bedarf hat, richtig präsentieren und dann kauft er schon, der Kunde. Das ist zum Beispiel ganz easy, zum Beispiel bei Hochzeiten. Die haben ja meistens ein Jahr später, der Mann braucht wahrscheinlich meistens immer ein Geschenk zum Hochzeitstag, hat meistens nichts. Es ist ganz einfach, zwei Monate oder einen Monat vorher dann den Mann irgendwie zu kontaktieren, zu sagen, hey, war richtig tolle Hochzeitsshooting, ne? Seid zufrieden mit den Bildern, klasse. In einem Monat ist ja Hochzeitstag, hast schon ein tolles Geschenk. Ich könnte mal anbieten, vielleicht ein neues Paar-Shooting oder sowas, oder was ausdrucken oder so. Ist gerade irgendwas. Und dann wird jeder Mann händeringend sagen, geil, hat sowieso noch kein Geschenk, lass es das machen. Ne? Also ja. Mega easy an sich. Ja, das ist schon mal ein ganz wertvoller Tipp tatsächlich. Können wir direkt mitnehmen. Wie ist das denn, wenn jetzt... Ich habe so ein bisschen den Eindruck manchmal bei Fotografen, dass denen auch gar nicht bewusst ist, welchen Wert eigentlich ihre Bilder haben. Ja. Dass die auch gerade vielleicht im B2B, dass die irgendwie so selber den Glaubenssatz haben, es sind doch nur Fotos. Dass die das selber verinnerlichen, ich habe doch nur einen Knopf gedrückt. Irgendwie so nach dem Motto. Könnt ihr das bestätigen? Ist das so, dass viele das von jetzt im Auto erst besprochen? Ja, also das ist mit sehr, sehr vielen Kunden auch von uns, mit denen wir sprechen, so, dass das ein großer Teil der Arbeit ist, Foto- und Videografen erstmal aufzuzeigen, welchen Wert sie da tatsächlich liefern. Weil viele lassen sich so ein bisschen davon blenden, dass jetzt vielleicht heutzutage Handys besser geworden sind oder der ein oder andere vielleicht mal eine Kamera zu Hause hat oder ein Onkel, der auch Fotos macht oder. Ja. Das hat aber wenig damit zu tun, wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Ausbildung in dem Bereich hast oder ein Studium oder dir irgendeinen Kurs online gekauft hast, ne, um die Technik einfach zu lernen, dass es wichtig ist, einfach mal zu schauen, was für einen Mehrwert man dadurch liefert. Also im Privatkundensegment geht es ja häufig darum, so wertvolle Erinnerungen zu schaffen mit den Momenten, die man festhält. Im Geschäftskundenfeld eher darum, für das Unternehmen für mehr Umsatz zu sorgen, für mehr Kunden etc. Aber davon mal ganz abgesehen, die einzelnen Bilder und das, was sozusagen geliefert wird am Ende des Tages, inklusive Zeit für Vorbereitung, Nachbereitung, Bildbearbeitung, das muss man ja alles mit einkalkulieren. Und zudem natürlich auch sehen, die meisten unserer Kunden geben weitaus mehr als 10.000 Euro für ihr Equipment aus. Ja. Also viel, viel mehr meistens. Und wenn man sich dann mal anschaut, klar könnte die Bilder vielleicht auch der Onkel mit seinem Handy machen oder die beste Freundin. Aber der Wert ist ja ein ganz anderer, ne? Wenn man so hochpreisiges Equipment einfach hat, das liefert ja auch viel, viel bessere Qualität. Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich selber auch mal so eine Story erlebt, auch vielleicht so zu dem Thema Verkaufen, wo dann irgendwie im Bekanntenkreis hatten mich Leute gefragt, ob ich einen Hochzeitsfotografen kenne. Und die wollten aber sehr wenig ausgeben. Und dann habe ich gesagt, nee, kenne ich keinen, habe ich nichts mit zu tun. Dann haben die auch irgendeinen Onkel beauftragt. Mhm. Und dem sind dann, also was da alles passiert ist auf der Hochzeit, die Fotos waren natürlich schlecht. Dem ist irgendwie, nach zwei Stunden hatte der keine Akkus mehr für seinen Blitz. Dann wurden, ihr wisst ja alle, dann wird es ja dunkel so. Was willst du ohne Blitz da machen? Ne? Und also es war ganz, ganz furchtbar. Und das tut mir jetzt bis heute noch leid. Und auch ich habe auch so unterschwellig schon gemerkt, dass die so ein bisschen das mir zugeschrieben haben, dass die wirklich dann nachher sind die sauer auf mich, weil ich denen jetzt nicht verkauft habe, da irgendwie wen Besseres zu holen. Hätte ich ja selber nicht gemacht, aber ich hätte den irgendwen anders bringen sollen. Also selbst wenn man Hochzeitsbilder macht oder auch gerade im B2B, die Fotos sollen Umsatz machen, aber schlechte Fotos können auch dafür sorgen, dass weniger Leute sich melden. Ja, klar. Ne? Also gerade heutzutage ist einfach, wo alles so bildlich geworden ist und wo ja auch so viel digital abläuft, ist das so wichtig, gute Fotos zu haben und bei einer Hochzeit natürlich noch 10-mal wichtiger, weil die Fotos, die wird man einfach nicht mehr los. Bei einem Business-Shooting kann man sagen, nächstes Jahr machen wir neue, so egal. Eine Hochzeit ist ja nochmal ein ganz anderes Level. So, ne? Es liegt vielleicht nicht für jeden auf der Hand, dass er Bilder braucht, aber gerade wie du ja gesagt hast, heutzutage, gerade auch durch das Internet, durch soziale Netzwerke, jeder braucht Bildmaterial, ne? Egal ob jetzt privat
oder für sein Geschäft oder fürs Unternehmen oder wofür auch immer. Und da dann einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein als Fotograf oder Filmemacher ist halt super, super wichtig. Und gerade weil viele das Bewusstsein in der Branche gar nicht so richtig haben, wie stelle ich mich da richtig auf? Ist es sinnvoller, Flyer vor Ort irgendwie lokal auszulegen? Oder ist es doch sinnvoller, Online-Marketing zum Beispiel zu betreiben? Gibt es da auch sehr, sehr viele Chancen in der Branche einfach, ne? Also beides ist ja in Ordnung. Es gibt ja die Hochzeitspaare, die sagen, ich möchte nicht viel Geld ausgeben, 50 Euro, 400 Euro. Ja, dann lebt mit dem Nachbarsjungen, der gerade seine Kamera seit 2 Wochen hat, dann kriegst du halt die Qualität. Ist ja nicht schlimm, dann kriegst du das. Aber es gibt genügend Ehepaare, die sagen, das ist mein Tag, den gibt's nur einmal, der besonderste Tag in meinem Leben. Ich will dafür das Beste rausholen. Dann zahlen die halt ihre 2.000, 2.500. Ist ja auch in Ordnung. Weil ich weiß nicht, ob du hast ja auch schon fotografiert, hast du mal eine Hochzeit gemacht? Ich habe mal eine Hochzeit fotografiert, zwei Stück sogar. Von Anfang bis Ende? Ja. Das ist, weißt du, mega anstrengend. Ja, also wenn du beim Getting Ready bist, abends bei der Party, du bist am nächsten Tag einfach fertig. Na, allein die Arbeitszeit, wenn du die bezahlen musst, da ist das Equipment gar nicht mit reinberechnet, die ganzen Fotonachbearbeitungen, das ist ja so viel Arbeitszeit und Kraft, die da reinfließt, die muss einfach bezahlt werden. Ja. Hochzeit ist Sport. Also ja. Das ist richtig, richtig hart, das mal gemacht zu haben, auf jeden Fall. Schon ein bisschen her bei mir, aber ich weiß, die Sonntage danach war ich dann auch immer erstmal fertig mit der Welt. Ja. Das war schon heftig. Wie ist das denn eigentlich jetzt Fotografen, wenn die zu euch kommen? Erzählt mal so ein bisschen, wie das abläuft. Wie kann man sich das vorstellen? Wie nehmt ihr die auf? Wie unterstützt ihr die dann konkret? Und vielleicht könnt ihr auch mal so ein paar Storys erzählen von Fotografen, die mit eurer Hilfe dann wachsen wollten und das geschafft haben, gehe ich mal von aus. Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie läuft das ab, wenn man mit euch zusammenarbeitet? Ja, erstmal den Kopf klar bekommen, so was, wo wir auch schon besprochen haben, erstmal positionieren am Anfang. Mhm. Erstmal wissen, für wen will ich das überhaupt machen. Dann natürlich ganz wichtig, dass sie die richtigen Preise halt abrufen können, dass sie halt wissen, okay, ich bin das wert, ich kann das abrufen. Natürlich das ganze Technische dahinter, das heißt Webseite, nach außen treten, Werbung schalten, die richtigen Leute und dann einfach ganz wichtig natürlich die ganzen Gespräche. Also nicht irgendwie unsicher sein, nicht irgendwie gar keinen Prozess folgen, sondern schon einen Leitfaden kriegen sie an die Hand, dass sie einfach mal wissen, okay, wie kriege ich ihn überhaupt bis Anfang, bis Ende hin? Es gibt natürlich auch immer wieder noch den Fall, dass irgendwelche Leute im Gespräch sind und sagen, ja, ich möchte das gern haben und dann sagt der Fotograf, yo, perfekt, ich schicke dir ein Angebot zu und dann bestätige ich mir das und dann wird das Gespräch erstmal beendet sozusagen. Passiert leider häufiger, als du denkst. Und da muss man die einfach wirklich mal beibringen, wie es eigentlich richtig abläuft, damit sie auch regelmäßig Kunden gewinnen, weil die meisten verbauen sich ihren Weg tatsächlich. Ja, also am Anfang, wenn Foto- oder Videografen auf uns zukommen, dann machen wir quasi erstmal so eine kleine Bestandsanalyse, schauen, wie sie aktuell aufgestellt sind, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und optimieren dann quasi da an den Stellen, wo noch Luft nach oben ist. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel auch schon Methoden gibt, die sehr gut bei ihnen funktionieren, dann zerstören wir die natürlich mit unserer Arbeit nicht, sondern ergänzen. Ja. Und schauen, an welchen Stellen wir weiter ausbauen können. Bei denjenigen, die das quasi gerade so zwischen Hobby und Nebenberuf machen, ist es meistens so, dass sie in einem Bereich erstmal vernünftig aufgestellt werden. Und dann ist der nächste Schritt, dass auch weitere Bereiche dazugenommen werden oder dass die Angebotspalette quasi so ein bisschen erweitert wird, ne? Ja. Wenn es erst nur ein Hochzeitsshooting gibt, dass dann danach das Babybauchshooting dazukommt oder Folgeprodukte verkauft werden und dass man dann eben schaut, möchte man langfristig auch in dem Bereich bleiben oder auch auf andere Bereiche übergehen? Wie ist das mit dem Thema Gesprächsführung? Weil wichtig natürlich zu beachten ist auch, der Fokus sollte immer noch im Kern auf der Foto- oder Videografie liegen. Natürlich gehört da einiges dazu, auch die passenden Kunden zu gewinnen. Aber da ist halt unser Anliegen, es so einfach wie möglich zu machen. Also wirklich nur das zu zeigen, was funktioniert, zu schauen, was hat bisher in der Vergangenheit unserer Erfahrung nach sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir ja auch viel Erfahrung. Und dann wirklich genau den Plan an die Hand zu geben, den man einfach nur noch befolgen muss, um dann einfach ja besser damit arbeiten zu können. Ja. Also 2018, wo wir damit begonnen haben, da war ich eigentlich Vollzeit Produktfotograf. Mhm. Und hat halt einer meiner ersten Kunden gefragt, jo, wie sieht's aus? Ich will das auch hauptberuflich machen. Hat damals bei ATU gearbeitet, war mega unzufrieden, wurde auch gemobbt auf der Arbeit. Und denen haben wir dann sozusagen geholfen, auch im Porträtbereich, das auszubauen, regelmäßig Kunden zu gewinnen, dann das hauptberuflich zu machen. Und das ist eigentlich auch so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das hauptberuflich, beziehungsweise gehe vom Produktfotografie zur Beratung, um noch mehr Leuten dabei zu helfen, weil ich habe einfach gemerkt, die Leute, die halt mega unglücklich sind, die da rauszuhelfen, das ist eigentlich schon das Beste, was man so machen kann. Und ja, also Webseite aufgebaut, die richtigen Leute targetiert, seine ganzen Gesprächsleitfäden und natürlich auch jetzt mittlerweile Team aufgebaut. Also es gibt
Viele, die wollen einfach so selbstständig sein, das ist auch vollkommen in Ordnung, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber es gibt natürlich auch gerade im Businessbereich oder Filmmacherbereich, wo man einfach ein Team braucht, weil viele Gespräche da sind. Gerade im Filmmacherbereich braucht man auch Ton, Licht, Post-Production, vieles zu tun. Das schafft man alles gar nicht alleine. Und natürlich da dann auch zu helfen, ein Team langfristig halt aufzubauen. Ja. Beispiele gibt es ja generell auch viele, ne? Also das war jetzt nur eine Geschichte. Klar. Wir haben zum Beispiel auch andere Kunden, die Studiobesitzer sind, die gerade auch letztes Jahr zu Zeiten von Corona sehr zu kämpfen hatten, natürlich, weil Laufkundschaften ausgeblieben sind. Da haben wir zum Beispiel einen Kunden, der auch Familienvater ist, der da wirklich, als er bei uns im Erstgespräch war, schon so auf der Kippe stand, ne, und nicht so genau wusste, kann ich das jetzt überhaupt weiter betreiben oder geht es nicht? Und da haben wir dann einfach geschaut, was hat er denn bisher? Tatsächlich waren das sehr, sehr viele kleine Sachen. Also gerade im Studio ist ja auch üblich, Passbilder zu machen, was oft so ein kleiner Türöffner ist, ne, dass die Kunden einen erstmal kennenlernen, wissen, es auf dem Schirm haben, ah, okay, da ist ein Fotostudio. Aber dann auch wirklich zu schauen, okay, was ist denn der Bereich, der wirklich auch für den Fotografen lukrativ ist, ne? Also was für Aufträge sollte er mit Fokus annehmen? Und da haben wir dem Kunden dann zum Beispiel auch geholfen, vor Ort. Also zum einen natürlich die Online-Präsenz zu verbessern, um einfach sichtbarer zu sein, aber auch vor Ort zu schauen, was biete ich den Kunden dann als nächstes an, wie stelle ich mich richtig auf, haben über Angebote drüber geschaut, Preisgestaltung und dann natürlich auch geschult im Thema, ja, Gesprächsführung, um da sicherer zu machen. Ja. Die haben ja auch mittlerweile auch sehr großes Glück bei uns, weil die kriegen die ganzen Informationen ja von uns bereitgestellt. Das heißt, was zum Beispiel sehr schwierig war bei den Studiobesitzern, dass sie dementsprechend ja gar keine Laufkundschaft mehr hatten und ihr Studio teilweise schließen mussten wegen der aktuellen Lage. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, da gibt's so ein paar kleine Hacks, wir können das nochmal öffnen, zum Beispiel über Passbilder, das ist systemrelevant. Okay, dann kannst du jetzt einfach mit Passbilder in der Studio wieder öffnen und sowas. Also, weil wir mit knapp 300 Fotografen jetzt schon zusammengearbeitet haben, und jeden Tag ja mit mehreren in Kontakt stehen, wissen wir immer, was ist gerade das Beste, was man bei dir machen kann. In der Fotografenszene ist zumindest mein Eindruck, ist grundsätzlich jeder verdächtig, der Geld verdient. Das habe ich schon ein paar Mal so gesehen. Wie reagieren die auf euch? Also was ist so das, was ihr hört und mitbekommt, wenn ihr Fotografen sagt, ey, man kann mit System eine Firma aufbauen, mit der man Geld verdienen kann? Was sind dann so die Reaktionen und so die Vorurteile, mit denen ihr da konfrontiert werdet? Also tatsächlich viele, die das als Hobby machen und wirklich diesen Traum haben, das beruflich zu machen, die nehmen das sehr dankend an, weil sie einfach sehen, ah, okay, da ist eine Chance, da ist eine Möglichkeit. Ich habe vielleicht auch neben meinem Hauptberuf gar nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, und nehmen das dann wirklich dankend an. Dann gibt's aber natürlich auch diejenigen, die selber schon Erfahrung im Marketing gemacht haben, ne, die durch vielleicht irgendwelche Flyer oder lokale Zeitungen oder sowas schlechte Erfahrungen gemacht haben und eigentlich so diesen Glaubenssatz tragen, das bringt gar nichts und Werbung hilft nicht. Das Einzige, worauf du setzen solltest, ist das Empfehlungsgeschäft. Ne? Mhm. Und die sind dann natürlich ein bisschen skeptischer, gerade auch uns gegenüber, wenn wir sagen, hey, du solltest dich online vielleicht ein bisschen besser aufstellen. Und damit meinen wir nicht, deinen Social-Media-Kanal zu pflegen und da endlich viele Beiträge zu posten, sondern wirklich eine ganz klare Positionierung rauszuarbeiten, eine saubere Website zu haben, die deinem Kunden nicht nur zeigt, was du für ein Portfolio hast, weil der Kunde erkennt dadurch nicht, welchen Nutzen diese Arbeit hat und welche Qualität vielleicht auch, sondern wirklich Informationen. Wie läuft so ein Shooting ab? Was hat man für Möglichkeiten? Kann man das Outfit wechseln? Was genau bringen diese Bilder etc. pp.? Und da dann einfach genauer drauf zu schauen. Also bei einigen ist es schon ein bisschen Überzeugungsarbeit sozusagen, die man da leisten muss am Anfang. Aber letztendlich sind alle sehr zufrieden, wenn sie dann erstmal ein laufendes System an der Hand haben und sich wirklich voll und ganz auf ihre Kreativität konzentrieren können. Ja, das ist ja immer eher dieser erste Blick so, wenn man nur sieht, okay, Online-Coaches, ich mach dich reich und sowas. Sowas machen wir ja gar nicht. Aber der erste Blick, wenn man erstmal so schaut, okay, ein Online-Berater, Online-Coach, und jetzt will er mir ja zeigen, wie ich Anfragen gewinne. Ja, das klingt ja erstmal unseriös. Ne? Das ist ja auf den ersten Blick, scheint das ja erstmal so. Wenn die Leute sich aber ein bisschen mehr beschäftigen, ne, zum Beispiel auf der Webseite schauen, ne, unzählige Testimonials, ein bisschen mehr einlesen, okay, das funktioniert alles, das ist alles Hand und Fuß. Ne? Aber da sollte man aber heutzutage auch schon aufpassen. Ne? Es gibt ja da ganz, ganz viele irgendwelche Online-Coaches, die was weiß ich da irgendwas machen. Da rate ich auch jedem, geht nicht zum 0815-Berater oder sowas, der das für jeden macht, sondern wenn überhaupt du die Hilfe suchen willst, dann auch wirklich in deiner Sparte, in deinem Bereich. Ja. Wir sind da auch wirklich spezialisiert. Also wir arbeiten ausschließlich mit Foto- und Videografen zusammen, mit niemandem sonst. Ja. Und es ist ja bei vielen auch tatsächlich so, dass sie denken, ihre Bilder sind einzigartig oder sie mit ihrer Arbeit sind einzigartig. Und Kunden kommen sowieso nur auf sie zu, weil die Bilder so toll sind. Das mag auch hin und wieder stimmen, aber faktisch gesehen, erfolgreich von erfolgreichen Fotografen hebt genau das ab.
Ne, dass sie offener sind und sagen, okay, ich will eine feste Struktur an der Hand haben, um mich eben in dem anderen Bereich kreativ ausleben zu können. Aber gerade im Thema Kundengewinnung sollte man sich da nicht ganz so kreativ ausleben. Und das ist halt für viele schwierig. Ich glaube, deswegen schauen die auch manchmal so ein bisschen skeptisch auf uns und auf das, was wir machen, weil wir ja schon so Fans von Prozessen, Strukturen etc. sind und da ja einfach vielleicht manchmal so ein bisschen skeptisch sind, ob das wirklich was bringt. Ja. Aber es ist auch noch eine wichtige Botschaft. So, Business ist eigentlich nichts besonders Kreatives. Jetzt ist ja auch viel über die Zukunft der Fotografie diskutiert worden. So gerade während Covid wird das jetzt besser, schlechter. Viele Fotografen haben sich online auch zusammengetan und darüber gesprochen, ob sie überhaupt noch Kunden gewinnen etc. Jetzt ist Pandemieteil erstmal vorbei, großteils. Aber wie seht ihr so generell die Zukunft der Fotografie? Werden es wieder mehr Fotografen, werden es weniger Fotografen? Und was muss ein Fotograf drauf haben, um in Zukunft erfolgreich sein zu können? Welche Rolle wollt ihr auch dabei spielen, sie dabei zu unterstützen? Also jetzt werden es schnell wieder massiv mehr. Mhm. Ist zur aktuellen Lage. Natürlich haben extrem viele ihrem Gewerbe niedergelegt, nur weil sie einfach keinen Kunden gewonnen haben. Ja. Das war für viele sehr, sehr schwierig. Und jetzt ist sozusagen die goldene Zeit wieder angebrochen. Das ist so wie immer, ne, nach der Krise, danach die Unternehmen, die am Markt bleiben, das sind meistens die, die über Jahrzehnte extrem stark wachsen. Ne? Und jetzt sozusagen jetzt die Zeit, sich am Markt seinen Platz zu sichern, weil jetzt gerade sind die Unternehmen wieder dabei, okay, es geht wieder los, alle Unternehmen brauchen wieder neue Fotos, alle brauchen wieder neue Imagefilme, die wollen wieder Gas geben, neue Flyer etc. Das heißt, die suchen händeringend nach Fotografen und Videografen, und wer jetzt halt nicht sichtbar ist, der verliert diese Kunden und wird, weil er nicht nur diese Kunden nicht hat, die Empfehlungen dieser Kunden nicht bekommen. Und dann bleibt man einfach klein. Und dann jetzt kommen aber die ganzen wieder hinterher. Ne? Wirtschaft wird sich wieder stabilisieren. Die Leute holen sich wieder ihre Kameras. Viele Hobbyfotografen kommen wieder nach. Und dann hat man sozusagen seinen Marktanteil weggegeben. Ja. Und uns ist natürlich auch wichtig, da gerade in diesem Thema Preisdumping, was ja bei uns in der Branche durchaus sehr hoch und relevant ist, entgegenzuwirken, indem wir einfach Foto- und Videografen bewusst machen, dass sie es wert sind, gute Preise für ihre Arbeit auch abrufen zu können und da einfach zu unterstützen, ne? Perfekte Methoden an der Hand zu haben, um sich da wirklich gut aufzustellen und ja, ihren Platz am Markt im Prinzip einzunehmen und erfolgreich in dem Bereich auch zu arbeiten. Ja. Wir haben da unsere Preise, ne? Wir haben auch in jedem Bereich, welche Preise sollte man abrufen. Und wir geben den Leuten auch konkret mit, wie viel sie nehmen sollten in ihrer Region. Und wir sagen auch ganz explizit zum Beispiel, du bist Porträtfotograf, du hast bisher immer nur 70 Euro, 90 Euro genommen, du machst jetzt keine Preise mehr unter 199. Also am Minimum sind 200 Euro ab jetzt netto. Ja. Und dann wird das auch nicht anders gemacht. Die sollen dann diese Preise abrufen. Also wir sind ganz hart dafür, die sollen ihre Preise halten, damit der ganze Markt irgendwann natürlich so einen regulären Preis dann da drin hat. Ja. Also ich denke mal, eine Menge Infos im Interview gehabt, und ihr habt doch einen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Das heißt, wer von euch mehr wissen möchte, sich ein bisschen tiefer informieren möchte, werden wir natürlich alles unter dem Video verlinken. YouTube-Kanal, dein Buch auch, wo es ja auch noch weitere Infos dazu gibt, und die Webseite sowieso. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr so viele Tipps geteilt habt. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.